Leben zurück zu Ghost of Tsushima. Ja. Er hat ja nun rausgekriegt in der letzten Folge, wer und was wir sind. Was wir sind, wusste er, dass wir ein Samurai sind, aber nicht, dass wir Jin aus Yarikawa sind. Wir können es nun mal nicht leugnen, solange er die Klappe hält. So, das turniert ja gar nicht. Ja, dann würde ich ganz gerne mal teilnehmen, weil ich ganz gerne wissen wollen würde, was hier abgeht und was uns das bringt. Wo muss ich mich einschreiben? Wo schreibe ich mich ein? Ach, vielleicht, weil uns angelabert hat. Ah, Tatsache. Wollt ihr euer Können erproben? Das Turnier steht allen Kämpfern offen. Ihr veranstaltet Duelle während einer Invasion? Gerade in Kriegszeiten tut ein bisschen Unterhaltung gut. Außerdem benutzen wir Holzschwerter, damit niemand verletzt wird. Ich kämpfe nur, wenn es einem Zweck dient. Ihr wollt einen Zweck? Es winken üppige Belohnungen, sofern ihr gewinnt. Wenn ihr interessiert sein solltet, die Herausforderer warten am Ring. Ein bisschen Übung kann eigentlich nie schaden. Zu Ehren eures schönen Katanas nennen wir euch Bokuto. Ein kleiner Rat. Jeder Kämpfer hat seinen individuellen Stil mit ganz eigenen Stärken und auch Schwächen. Fordert jemanden heraus. Lasst das Publikum nicht warten. Okay. Ein Schwert aus Stahl. Es muss euch an Technik mangeln. Das werden wir sehen. Dieses Katana ist für den Krieg. Für euch nehme ich eines aus Holz. Ich pfählte einst einen Mann mit einem Holzschwert. Da war ich erst 13. Und ihr gebt immer noch damit an? Seitdem habe ich viele besiegt. Dann lasst Vergangenes ruhen und zeigt mir, was ihr heute könnt. Der Bokuto fordert Kai heraus. Ich werde euch ausweiden. Die Zeit ist gekommen. Als Erster im Ring Bokuto und sein Gegner, der Plünderer Kai. Treten und schlagen ist erlaubt. Ja, mit dem Schlipper. Wer zuerst 5 Kontakte erzielt, gewinnt. 5 Kontakte, okay. Los! Ja! Halt! Zurück! Punkt für Bokuto! Mal wissen, was Bokuto weiter heißt. Weiter! Halt! Auseinander! Punkt für Kai! Fahrt fort! Halt! Zurück! Punkt für Bokuto! Weitermachen! Geht zurück. Punkt für Bokuto. Weiter. Halt. Auseinander. Punkt für Bokuto. Ah, schon schneller. Weitermachen. Nur große Klappe. Und der Sieger, Bokuto. Ach, elender Glückspilz. Na, glaube ich nicht. Können, mein Freund. Können. Den können wir noch herausfordern. Sieht's das mit muss aus? Nicht wehtun. Es wird aber wehtun. Lasst mich gewinnen, Ronin. Ich habe 9 Kinder, einen kranken Mann. Ich brauche den Gewinn. Ihr seid keine gelernte Kämpferin? Ölhändlerin. Ich wuchs auf der Straße auf. Kämpfte gegen Räuber. Bitte. Lasst mich gewinnen. Tut es für meine 8 Kinder. Waren es nicht 9 Kinder? Erwischt. Ich muss euch wohl auf die altmodische Art schlagen. Der Bokuto fordert Take heraus. Ich hätte mein Angebot annehmen sollen. Ich wollte sagen, das sind die Banditen. Die Zeit ist gekommen. Als Erster im Ring Bokuto und seine Gegnerin, die mörderische Händlerin Take. Treten und schlagen ist erlaubt. Wer zuerst 5 Kontakte erzielt, gewinnt. Treten und schlagen ist erlaubt? Was? Los! Halt! Zurück! Punkt für Bokuto! Weiter! Halt! Auseinander! Punkt für Take! Weitermachen! Halt!
Zurück! Punkt für Bokuto! Ja, ist er ja. Zählt wenigstens die Punkte richtig. Fahrt fort! Halt! Auseinander! Okay. Punkt für Take! Weiter! Gut bleiben! Halt! Zurück! Das habe ich davon! Punkt für Take! Fahrt fort! Halt! Auseinander! Scheiße! Punkt für Take! Weitermachen! Und die Siegerin, Take! Wenn das meine 6 Kinder zu hören kriegen. 9, 8, jetzt 6. Sterben aber ziemlich schnell. Shit. Shit. Ja, gut. Das war aber nicht das letzte Mal. Das probieren wir nochmal. Aber nicht jetzt. Obwohl, wir können gleich nochmal gegenseitig. Wollt ihr eine Revanche? Ja. Bitte. Los! Halt! Zurück! Punkt für Take! Fahrt fort! Halt! Ich tritt zu schnell ausweichen. Punkt für Take! Weitermachen! Stopp! Geht zurück! Punkt für Take! Fahrt fort! Halt! Mann! Zurück. Punkt für Take! Weitermachen! Yeah! Und die Siegerin, Take! Yeah! Also. Also. Tenzo und dieser Samurai kamen über den alten Pfad. Wie ist denn das möglich? So. Ja, wir haben es nicht geschafft, okay? Bin halt scheiße. Hab's verstanden. Ist aber sehr schnell. Testet meinen Stahl an einem Mongolenhals. Hätten wir den auch komplett füllen. Ich beneide eure Feinde nicht. Tando, haben wir das nämlich auch voll. Diese Rüstung könnte mehr als Spucke und Polieren vertragen. Sarugami-Rüstung, das war jetzt die letzte, ne? Ja. Mein bestes Werk. So, und wir haben jetzt, normales Parieren ist deaktiviert. Die perfekte Parade wird zu einer Kette von 3 Angriffen und perfekten Ausweichen. Fügt auch Gegnern im Umkreis Schaden zu. Alle Entschlossenheitsgewinne sind um bedeutenden Wert erhöht. Verlängert das Zeitfenster für die Ausführung von perfekten Paraden und perfekten Ausweichen um einen bedeutenden Wert. Okay, da fehlt uns nur noch eins. Da ist sicher Affe auf dem Hut. Helm. Ja, zum Glück eh nicht. Alter. Ist schon Affe da drauf. Hoffentlich lebt ihr lange genug, um wiederzukommen. Immer keine Sorgen. Das werden wir hoffentlich. Außer das läuft so wie jetzt im Ring. Dann haben wir ein Problem. Nein. Verbessert, veredelt. Was? So. Morai-Clan-Maske. Geistmaske, natürlich. Ja, diskutieren wir gar nicht. Geistmaske. Ach ja, haben wir eine andere Farbe? Nö. Okay. Nö. Na gut. So. Schönes Affenfell auf dem Rücken. Was ist denn jetzt unser Plan? Wo wollen wir hin? Blitze inmitten des Sturms. Oh, eine Satteltasche. Stammesschrecken. Ja. Haben wir auch Erfahrungspunkte. Technik. Kampfhaltung ist voll. Was haben wir hier? Rauchbombe, Schwarzpulverbombe.
Die Windglocke Böller, nee. Reduziert die Abklingzeit von Konzentration um 15%. Warum tritt Trefferstellen mit einer Chance von 10% 3 Entschlossenheit wieder her? Bis zu 3 nahe Ziele in Folge um. Wenn ich schnell bin und präzise, 3 zugleich töte, habe ich eine Chance. Den ist auch so eine Chance. Du bist ja der Geilste. Ich jetzt nicht. So, und dann sollen wir sicherlich zu ihr gehen. Wenn ich eure Klinge verbessern kann, werde ich das. Nett von dir. Nett von dir. Das ist einer, der ein bisschen nett ist. So. Nicht schlecht, Jin. Ich kann's kaum glauben, dass ich das jetzt sage, aber gute Arbeit mit dem Kriegsschiff. Ist das ein Danke? Treib's nicht so weit. Meine Schiffe können endlich die Bucht verlassen. Wenn ihr ein Schiff zurück nach Tsushima nehmen wollt, nehme ich es euch nicht übel. Es dauert nur noch Tage, bis alle auf Iki der Medizin des Adlers zum Opfer fallen. Oder ihrer Armee beitreten. Und wenn Iki fällt, ist meine Heimat dran. In Ordnung, Jin aus Yarikawa. Bleibt hier und helft uns, die Flügel des Adlers zu stutzen. Sie verließ vor Sakai vor Stunden. Meine Speer sahen sie mit dem Haupttrupp losziehen. Weißt du, wer wir sind? Sie muss etwas vorhaben. Wo ist sie jetzt? Keine Ahnung. Sie verwischt ihre Spuren gut. Aber ihre Festung ist ohne Schutz. Wenn ihr Haupttrupp weg ist, ist das unsere Chance, vor Sakai mit wenig Gegenwehr einzunehmen. Sogar mit weniger Wachen wird das nicht einfach. Das ist ein Gefangenenlager. Die Gefangenen werden gefoltert und müssen das Gift dieser Hexe trinken, bis sie dem Adler ihre Treue schwören. Ich weiß. Ich bin von dort entkommen. Einige meiner besten Männer sind dort gefangen. Befreit sie und sie helfen euch mit dem Fort. Dann habe ich endlich genug Truppen, um den Adler anzugreifen. Sagt euren Männern, sie sollen hier die Verteidigung stärken. Wenn das klappt, wird der Adler sehr wütend. Das will ich hoffen. Aber es klingt nach einem Plan, ne? Sitzen mitten des Sturms. Das heißt, Männer von ihr befreien. Sie hatten genug Männer, um ihr Trupp zu stärken. Reise nach Fort Sakai. Da ist das alte Fort unseren alten Herrens. Ja, Drecksarbeit, aber muss halt auch gemacht werden. Witzen, ne? Nützt ja nichts. Sauber wollte es ja trotzdem haben. In welche Richtung müssen wir denn? Richtung. Hinten irgendwo raus, ja? Was will er denn hier? Hungrige Bären streifen gerne her. So ein Schwert sah ich nicht mehr, seit die Samurai davonliefen. Davonliefen? So, die ganze Weide, so nur die Hälfte? Hier nicht raus, ne. Wir müssen komplett irgendwie die Bucht verlassen jetzt. Ist hier raus. Bucht verlassen. Dann mal schauen, wo es uns hinführt. Und dann in das Fort. Unserem Vater. Wahrscheinlich das Fort. Bevor er gestorben ist. Du bist KG. So, und den Tümpel hier drum.
Was brauche ich jetzt? Oh, einen guten Sarge wäre gut. So, ich bin auf einen gespannt. Dann gibt es bestimmt jetzt erstmal ein Flashback. Halten fort. Wenn wir da ankommen und nicht irgendwo in welchen Gebüschen hängen bleiben. Chiharu! Bleib bei ihm! Auf sie, Junge! Oh, was würde euer Vater sagen? Ihr kämpft vergebens. Oh, was haben die mit dir gemacht? Ja, kann sie sich nicht wehren, gell? Der Adlerstamm hat gesagt, er hilft uns. Sie ist am Dach nicht so schlimm. Vorsicht da draußen. Sehe ich, wie er euch hilft. Wir haben es jetzt noch 120. Ja, ich sehe es hier, wie sie helfen. Vor das ganz da oben. Kommt her und kämpft! Das sind nicht zu leuen Hosen! Fenster hoch, da ist hundertprozentig das Fort. So, mal schauen, dass wir irgendwie hier schon mal eine Brücke. Sieht halt, wenn eine Brücke ist, wird aber auch ein Weg sein. Und jetzt gehe ich davon ganz stark aus. Eine Brücke ist, ist auch ein Weg, meistens. In der Regel. Sollte. Ganz gut aus. Wir müssen halt schauen, ich weiß ja nicht, ob ich auch hier hochkomme. Bambus. Nehmen mit. Ey, Bambus. Da glaube ich nämlich nicht. Wir müssen bestimmt die andere Richtung. Sicherheit.
hier oben geholt. Aber schöne Rüstung, die wir jetzt haben, ne? Gefällt mir schon ganz gut. Schick. Bloß, dass halt Affen drauf sind. Drachen wären mir lieber. Oder Tiger. Affen ist jetzt nicht so. Was sind hier eigentlich für diese Kreaturen? So, befreie die Gefangenen außerhalb des Außerhalb. Also nicht direkt im Ort drin. Am Rand der Festung. Genau, ja. Waren wir schon mal, gab es ein Flashback und die Konsole hat gerade einen schönen Ruckler gehabt. Jetzt sind nicht ab. Sicher, sicher. Sicher ist sicher. Chiharu! Psst, sei ruhig. Ist nix, hier war nix. Adler. Sat erst mit den Serimstepa. Hoi, wo du kriegst du Harta? Han! Was ist Barry? Ich schmeiß mich nicht runter, du Arsch. Gehört ihr zu Funa? Ja, bevor der Adler uns gefangen hat. Was seid ihr? Eine Art Samurai? Ein Freund. Funa schickt mich, um euch zu befreien. Und vor Sakai zu erobern. Eine Art? Der Adler ist zwar weg, aber ihr Kommandant hat hier das Sagen. Kunbisch foltert Gefangene. Bricht uns, bevor wir gezwungen werden, das Gift des Adlers zu trinken. Dann verlässt er das Fort nicht lebend. Geht, meldet euch bei Funa. Ich kann kämpfen. Ich werde kämpfen. Bewaffnet euch und helft mir. Das ist natürlich noch besser. Okay, ich dachte, die kommen durch. Großbogen ist schon ganz nice, ne? Und das kriegt keiner mit, willst du mich verarschen? Über seinen Kopf! Yes! Umso mehr Leute wir haben, umso besser, definitiv. Ja, Raphael, sehr schön. Ja,
Guck mal, hier sind wir schon. Eine kleine Armee zumindest. Das macht auf jeden Fall schon mal einen riesen Unterschied. Ich würde nochmal gucken. Leute, gibt aber nicht. Möge euer Tod allen anderen gehen. Ihr konntet euren Vater nicht retten. Wieso glaubt ihr, ihr könntet sein Vorretten? Nicht hinhören. Verjagen wir die Mongolen von hier. Brecht die Käfige auf. Befreit sie alle. Ich sollte den Rest der Gefangenen befreien. Helft mir, wenn ihr könnt. Bitte, lasst mich gehen! Aha. Durch das Tor! Jagt sie hinaus! Läuft, ey! Greift mir sie an! Vorwärts! Läuft, ey! Also cool. Los, Leute! Kämpft für eure Freiheit! Für Iggy! Das ist dein eigener Mann. Keine Gnade! Weiter! Rache für die Gefallenen! Wir dürfen nicht versagen! Scheiße.
Jetzt nicht mehr, ne? Bitte, helf mir! Hilfe, bitte! Bei dir gefangen, also das ist also. Wisst ihr noch, wie euer Vater hier hungernde Banditen zur Strafe an Bäume fesselte? Da ist kein großer Unterschied. Der Adler wusste, dass ihr zurückkehrt, Samurai. Ihr habt ihren heiligen Trank erhalten. Ein Geschenk, das sie Kriegern und Prinzen anbietet, die würdig sind, ihre Schamanen zu werden. Heiligen. Das will sie? Mich zu ihrem Schaman machen? Eure Verwandlung hat schon begonnen. Ihr könnt die Gabe annehmen, ihr Schamane werden und lernen, im endlosen blauen Himmel zu fliegen. Bestimmt. Oder ich vernichte euch im Namen des Adlers. Ihre Gabe ist ein Fluch. Ich unterwerfe mich ihr nicht. Schön gesagt, Jin. Schön gesagt. Du, ey. Schönes Schwert. Mal schon lassen. Katana ist geiler. Ihr werdet hängen wie die Bauern. Ich habe keinen Entschlossenheitspunkt mehr. Das ist Mist. Ein Treffer und das wär's sowieso gewesen. Mal schauen, ob wir einen Entschlossenheitspunkt jetzt eigentlich dazu bekommen. Ihr werdet hängen wie die Bauern. Es wird schwer. Mir auch so aufgefallen die ganze Zeit, die wechseln ihre Waffenklassen, dass ich meine Haltung wechseln muss innerhalb eines Kampfes. Krass. Ihr werdet hängen wie die Bauern. Schläge. Ihr hättet dem Adler dienen können. Ich werde nie ihr Schamane sein. Ihr solltet mehr Dank zeigen. Ihr habt nichts als den Tod verdient. Yeah.
Ihr werdet hängen wie die Bauern. Perfekte Verraten. Schiff verschwendet. Ich habe einen starken Angriff gemacht, das sollte ihn eigentlich blocken. Eigentlich. Weg! Ihr werdet hängen wie die Bauer. Ich werde nie ihr Schamane sein. Was soll ich machen? Ihr werdet hängen wie die Bauern. Hängen wie die Bauer. Ich werde nie ihr Schamane sein. Ich
solltet mehr Dank zeigen. Ihr habt nichts als den Tod verdient. Werdet hängen wie die Bauern. Diese Schenk war verschwendet. Ich werde nie Ihr Schamane sein. Ihr solltet mehr Dank zeigen. Ihr habt nichts als den Tod verdient. Zählt bitte. Bin nur am Haltung wechseln. Des Adlers Geschenk. Er vergeudet die Luft, die wir atmen. Mein Gott. Feigling! Tötet sie alle! Holt euch ihre Köpfe! Hol da hin, komm her. Ich hole ich mir noch. Du! Halt! Ihr vergeudetes Adlersgeschenk! Wo ist denn hin?
eins, aber ich hab's gesehen im Augenwinkel. Das könnt ihr mal für uns arbeiten. Kunbisch tötete einige meiner besten Freunde. Endlich hat der Feigling bekommen, was er verdient. Auch wenn dazu ein Samurai nötig war. Wir haben ihn gemeinsam besiegt. Aber der Adler wusste, dass ich herkomme. Deshalb ließ sie vor Sakai schutzlos. Damit ich anbeiße und Kunbisch mir ihre Nachricht überbringen kann. Jetzt ist der Dreckskerl tot und sie hat das Fort verloren. Dank euch können wir endlich zurückschlagen. Sammelt alle, die kämpfen können, und geht zu Fune. Der Rest kann hier unterkommen. Mit ein paar Reparaturen hält vor Sakai dem Mongolen stand. Ein guter Plan. Einen Moment noch. Nehmt diese Satteltaschen. Ein Samurai kann die sicher gut gebrauchen. Das kann ich. Vielen Dank. Gute Reise. Wir sehen uns in Funes Zuflucht wieder. Satteltaschen. Satteltaschen verdoppeln die Munitionsmenge, die du aufnehmen kannst. Zusätzliche Munition landet in deinen Satteltaschen und füllt dein Inventar auf, wenn du auf den Pferd steigst. Geil! Stammesschrecken. Pratze der Angst und des Schreckens auf Iki, die sich jetzt gegen jene wendet, die sie braucht. Die Maske kann nicht zusammen mit einem Helm getragen. Das ist die, was der Stammesführer jetzt hatte. Munitionen. Ah, geil. Schön. Wirklich schön. Schön Satteltaschen, können wir Munition aufnehmen, können ja am Pferd aufstocken. Geil. Ja, da würde ich sagen, das ist doch ein glorreiches Ende für die Folge. Bedanke ich mich bei euch mal wieder fürs Zuschauen und dann beim nächsten Mal. Weder bei Monster Hunter, was auf Tsushima oder was ich noch so auf meinem Kanal findet. Ne? Alles klar. Haut rein, macht's gut, habt noch einen schönen Tag. Später. Ciao, ciao.